Na hey, schon Leute, willkommen zu dem neuen Schorsch zum Sonntag. Wir haben jetzt gerade 11:45, also noch relativ früh. Und mein Arm tut weh, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich halte jetzt gerade die Kamera so und ich habe gerade mega Armschmerzen, weil ich habe mich gestern volle Müll auf der Arbeit hingepackt und seitdem tut mir der Arm weh. Weiß auch nicht, was los ist, aber ich schätze mal, das lässt wieder nach. Zu Videos nächste Woche muss ich einmal was sagen. Da ich habe ja gesagt, Kingdom Hearts macht jetzt eine Woche Pause. Um genau zu sein, ein bisschen, sagen wir 1,5 Wochen. Das war anders geplant, als es jetzt gelaufen ist. Und ich erkläre mal kurz, warum. Eigentlich sollte da ein kleines LPT mit Hole und mir kommen von Double Dragon Neon. Das Problem ist, das Spiel wollte nicht. Das Spiel möchte absolut nicht. Denn ich nehme mal den anderen Arm, sorry. Ich nehme mal kurz die andere Hand, okay? Ne? Das sollte eine LPT werden und es hat auch überwiegend funktioniert, muss ich sagen. Bis zu dem Punkt, wo der Netcode gesagt hat, so nö, wir möchten nicht, dass ihr das spielt. Dann haben wir gesagt, also das ist was am Montag schon direkt, was morgen kommt. Das ist ein Video, wo wir einfach mal versuchen, das Spiel überhaupt zum Laufen zu kriegen. Dann 3 Parts gibt's dann, wo ich es dann allein gespielt habe und Hole mitkommentiert hat. Hat auch super funktioniert, bis wir herausgefunden haben, dass das Spiel ab Level 6 grundsätzlich crasht. Und dann haben wir gesagt, fuck this. Haben wir es sein gelassen, haben wir abgebrochen, haben wir uns auch noch ein bisschen darüber aufgeregt, künstlich, und habt ihr nicht gesehen. War witzig. Also das Spiel ist gut an sich, nur wie gesagt, das Spiel crasht wirklich konstant auf Level 6. Das steht auf Steam. Das wurde nicht gepatcht. Das ist billig irgendwo. Deswegen haben wir uns dann gesagt, spielen wir Metal Slug. Metal Slug 3, falls das einer von euch kennt, wir waren beide scheiße da drin. Aber da wir es so gespielt haben, dass wir unendlich Continues haben, konnten wir wenigstens mal durchspielen und trotzdem unseren Spaß haben. Und meine Hand zittert total. Und, wisst ihr, wie scheiße das ist? Ich hätte auch mein Stativ nehmen können, aber das brauche ich gleich für was anderes. Deswegen habe ich das anders hingestellt. Auf jeden Fall, Metal Slug gibt's dann, fängt auch schon nächste Woche an, aber geht noch in darauf die Woche über. Und wenn Metal Slug durch ist, dann gibt's wieder Kingdom Hearts. Dann geht das wieder ganz normal weiter. Und NapNap ist auch schon soweit bereit für euch und geht auch ganz normal Montag, Mittwoch, Freitag, nächste und übernächste Woche weiter. Da gibt's also keinerlei Veränderung. Also fast eine ganz normale Woche, nur mit ein bisschen mehr Abwechslung, weil ich habe gedacht, wir brauchen mal wieder ein bisschen Abwechslung. Wir haben jetzt sehr lang Kingdom Hearts konstant laufen lassen. Wir brauchten mal einen kleinen Schieber so ein bisschen. Deswegen habe ich mir den auch gegönnt. Und ja, gut. Was kommt jetzt heute noch? Ich habe jetzt hier mir eine Kleinigkeit ausgedacht. Weil ich habe gedacht so, ja, letzte Woche hat mal Gendwarf übernommen. Da hatte ich mal Bock auf was komplett anderes. Und heute habe ich hier einen wunderschönen Ordner. Da habe ich meine sämtlichen Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Karten von damals drin. Und sollte euch das interessieren, könnt ihr ja jetzt dranbleiben, denn ich werde euch da jetzt mal alle zeigen, die ich so besitze. Und einige, die ich bekommen habe von durch Fanpost und habt ihr nicht gesehen. Alles schön, wir werden uns das jetzt mal angucken, ne? Machen wir, richtig, ist gut so. So, ich hoffe, ich habe das jetzt mal so hingekriegt, wie das in etwa gut funktionieren könnte. Ja, es ist nicht so einfach, ne? Das Ganze, ich könnte das auch halten eigentlich, aber ich finde, ich glaube, so ist es, kommt es irgendwo besser, wobei. Ne, doch, wir lassen das so. Mir gefällt das so. Wir lassen es jetzt so. Und, wie gesagt, ich habe dank Kizuna, die war ja vor ein paar Wochen im Urlaub und hat da ihre alten Kartenhüllfolien, also sowas hier, solche Folien mitgebracht und hat die mir gegeben und ich habe gedacht, so, ja gut, dann packst du mal deine ganzen Karten, die du hast, mal so in einen Ordner. Und da sind dann halt so Sachen drin, die ich halt auch bekommen habe, zum Beispiel der Galaxy-Augen-Photon-Drache, eine Karte, die ich super geil finde, so vom Design her und alles. Oder auch den geflügelten Drachen des Ra, auch genauso. Aber auch Karten von damals, zum Beispiel der Rotauge Finsternis Drache oder meine Lieblingskarte allgemein, Rotauge. Oder auch ihn hier, den Kollegen habe ich auch. Genauso wie den schweigsamen Schwertkämpfer, ist auch so eine dieser Karten, die ich im Grunde vom Design her total cool finde. Wir finden aber auch nachher Karten, die haben einfach nur so, die sind nicht wirklich gut. Allgemein habe ich kaum Karten, die richtig gut sind. Zum Beispiel hier, Gita ist zum Beispiel auch eine, die ich einfach nur vom Design her super cool finde und das war es auch schon wieder. Deswegen
Ich werde hier einfach nur immer so ein bisschen das Ganze überfliegen und dann mal auf so ein, zwei Karten eingehen. Den guten Freund habe ich mir, den habe ich mal von Milchi bekommen. Da haben wir mal getauscht gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was er dafür bekommen hat. Und Gott, die waren bei irgendeinem Spiel bei. Ich weiß gar nicht mehr welche. Ich glaube, ich habe die auch irgendwie. Wann habe ich mir das letzte Mal ein Yu-Gi-Oh! Spiel gekauft? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Den Freund, den guten Herrn der Zeit, den habe ich bei einem Unboxing gehabt. Das weiß ich noch ganz genau. Das habe ich. Das war mein erstes Display, was ich mir gekauft habe. Und da habe ich direkt eine Secret Rare und eine Ultimate Rare gezogen. Das waren geile Zeiten, wenn du sowas hast. Genauso wie Neo-Weltraum Flare Scarer habe ich damals auch in einem Booster gezogen. Und diese Super Rare Karten sind eigentlich total unselten. Und weil die heutzutage, es gibt ja Booster mittlerweile, da gibt es sowas ja schon standardmäßig. Das besteht ja fast nur aus Super Rare. Von daher sind viele davon nicht mal unbedingt selten. Zum Beispiel hier Königlicher Lassen. Oder habe ich die von Rico bekommen? Ich habe nämlich auch viele so von per Fanpost bekommen. Und ich weiß schon immer gar nicht mehr, welche das waren. Ich weiß auf jeden Fall, einen Raketenkrieger habe ich so bekommen. Das weiß ich noch. Salamandra habe ich auch von Rico bekommen. War auch eine saugeile Aktion. Genau zu sein, die ganze Seite hier, bis auf Shadow Spell, habe ich aus Boostern, glaube ich. Die Freunde habe ich auch alle von Rico genommen, wie das Siegel von Orichalcos und einen rotäugigen Zombie-Drachen und den Transformer hier. Aber hier, das war ganz geil. Der war nämlich in so einer Box drinne, so als Promokarte. Und den habe ich in genau derselben Box in einem Booster gezogen. Ich bin abgegangen wie sonst nichts, das könnt ihr mir glauben. Hier zum Beispiel die Sogenkarte, die ich mir von Leuten habe unterzeichnen lassen. Weiß auch nicht, was mich da. Das war. Ich fand's cool. Auch hier wieder so eine Karte, die ich einfach vom Design her super cool finde. Total Anime, Kawaii und so. Ich sehe gerade, ich habe zweimal Jinzo auf derselben Seite, habe ich gar nicht beachtet. Den habe ich auch von Rico, genau wie den, glaube ich, auch. Der hat allgemein viele von solchen super krassen Sachen. Obelisk, den Peinlichen, hat er mir auch gegeben. Den habe ich mir damals in der Schulzeit noch getauscht gehabt. Aber der war so zerknickt, ich weiß auch nicht. Ich glaube, da habe ich dem Typen auch sogar was für abgeluchst irgendwie, ich weiß auch nicht mehr. Wächter Brachialsense finde ich super cool. War auch in so einem, in einem dieser Booster drin. Es gibt so eine Booster, die basieren sich überwiegend auf Karten aus dem Anime. Finde ich irgendwie an sich total cool, dass es sowas mal gegeben hat. Ich glaube, aus sowas Ähnlichem habe ich auch den hier bekommen. Ich glaube, der ist immer noch verboten, der Ficker. Ich weiß das auch nicht genau. Ich weiß so wenig über das Ganze. Vor allem über Competitive weiß ich gar nichts. Also wirklich absolut gar nichts. Da habe ich null Ahnung von. Schicksalsherr Dogma habe ich auch damals in den Booster gezogen. Habe mich auch super drüber gefreut. Genau wie ihn hier. Von den Phantomungeheuern hätte ich gerne noch mal mehr gewusst. Ich finde so das. Allein Phantomungeheuer finde ich irgendwie so ein cooler Name. Und das nicht so coole Design vom Rotauge. Ich fand irgendwie den anderen immer besser. So hier den. Ihr wisst schon, den Originalen und so. Fand ich besser. Den habe ich damals auch. Ich hatte damals teilweise echtes Glück, was Booster angeht. Da habe ich den Kollegen hier gezogen. Genau wie ihn hier, den Cyberfinsternis-Drachen, die Fusion. Und ein Teil, ich hatte aber nie alle. Ich habe nie alle bekommen. Ich habe immer einen gehabt und den Rest nie. Da war ich im Kino für. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Ist auch, glaube ich, mit einer meiner aktuell seltensten. Ich weiß auch nicht. Wo ich den her, weiß ich nicht mehr. Genauso wenig. Absolut ikonisch. Also ganz ehrlich, wer den Drachenfluch von damals nicht kennt, der hat, glaube ich, ein bisschen was verpasst. Neo-Weltraum habe ich auch in Super Rare Kindergarten, okay, sehen hier. Da habe ich auch damals einen Booster gezogen. Und hier einfach jetzt auch wieder so ein paar Karten, die aus der Serie total ikonisch sind. Zum Beispiel ein Flammenschwertkämpfer. Also da muss ich an Forbidden Memories denken. Raketenwerferspinne. Also das sind alles so Karten, die sind einfach von der Serie aus im Kopf geblieben. Zum Beispiel aber auch hier Labyrinthpanzer, das auch, gehört auch dazu. Finde ich persönlich. Deswegen jetzt kommen so langsam die Karten, wo Gott, ich stehe hier die ganze Zeit so gebeugt hinter der Kamera. Das ist nicht gut für den Rücken. Elfenschwertkämpfer kennt, glaube ich, auch jeder. Genau wie Neos und das Bubi-Monster.
Metallpanzerkäfer, ich weiß nicht, wo ich den hab. Typ mit großer Knarre, cooles Schwert, Alien, alles solche Sachen. Ups, sorry. Shin Bagudan auch aus der Serie. Gagagigo, eine Karte, die falsch rum ist. Warum habe ich einen verrückten Hummer reingenommen? Das weiß ich gerade selber nicht. Hier fangen echt so langsam die Karten an, die ich... ich habe nicht viele, die selten sind. Und viele habe ich jetzt einfach aus ikonischen Gründen reingepackt. Zum Beispiel Gaia einfach oder eine Harpie. Sowas halt. Steinsoldat. All solche Geschichten. Den hier auch. Der sieht aus wie He-Man. Deswegen habe ich ihn drin. Ein Karate-Man. Einen kaputten Drachen. All sowas, wisst ihr? Ich spende hier die ganze Zeit Schatten mit meinem Arm. Das ist super schlecht. Hier habe ich noch einen schwarzen Drachen. Warum, weiß ich nicht. Und da geht es auch schon mit den Pokémon-Karten los. Die, weiß ich noch, die hat man beim letzten Konfi-Treffen, hat Vivi mir die in die Hand gedrückt, weil man hat ihr die Karten gegeben und sie sollte die an mich weitergeben. Das, jetzt geht es auch schon mit Pokémon los. Was Pokémon angeht, muss ich gestehen, ich habe nie wirklich Pokémon-Karten gesammelt gehabt. Sondern, das hat erst bei Yu-Gi-Oh! Bei mir angefangen. Und die ganzen Pokémon-Karten, die ihr seht, wurden mir geschenkt. Aber das ist jetzt schon so lange her, dass ich leider nicht mehr weiß, von wem. Das ist das Problem bei der Sache. Ich habe in einem Fanpost-Paket habe ich einmal so viele Pokémon-Karten bekommen, dass ich leider nicht mehr weiß, von wem die alle sind und wieso ich hier Lücken habe. Das ist schlecht. Nur Noobs haben Lücken. Also wie gesagt, ab hier weiß ich schon wieder gar nicht mehr, von wem ich die alle bekommen habe, leider. Ich weiß nur, dass ich viele davon so vom Design her einfach super cool finde. Zum Beispiel, ich mochte auch immer so diese Karten, die hier, das Wampel, was im Grunde ein Realbild ist. Es ist total dämlich, aber ich mochte es irgendwie. Ich mag so die Designs. Oder einfach so schlicht und ergreifend, wie die Artstyles von jeder Karte fast schon anders sind. Deswegen, ich habe nicht so viel. Lavita, genau. Konnte den Namen nicht aussprechen. Einfach so eine Figur einfach nur. Ja, wie gesagt, ich habe, was das angeht, nicht viel. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht auf jede Karte eingehe, ich habe sogar spanische. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe spanische Pokémon-Karten, da waren auch welche bei. Und da sind es denn keine KP, sondern sind es PV. Warum? Weiß keiner. Auf jeden Fall, das war's denn von für heute. Ich wollte jetzt, wie gesagt, nicht auf jede einzelne eingehen, weil sonst sind wir den ganzen Tag hier. Das ist so meine kleine Sammlung, die ich besitze. Und auf die bin ich schon irgendwo stolz, weil viele davon sind einfach von Fans. Und das bedeutet mir einfach mal umso mehr, dass sie denn... Da haben die einen besonderen Ort. Also eine besondere Existenzbedingung, sagen wir es mal so. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und einen schönen restlichen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.